Der Untergang. Wieder vereint mit Mitt und den anderen wird Clive das Ausmaß der Lage in den freien Städten bewusst. Gemeinsam mit Jill und seinem Bruder sucht er in Canva nach den letzten Überlebenden. Hört ihr's donnern? Endlich! Ich hab schon gedacht, du wärst von der Klippe gestolpert. Schließ nicht von dir auf andere. Schön, euch zu sehen. Gab's Ärger unterwegs? Nicht der Rede wert. Da seid ihr ja. Und ist das etwa... Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Bruder. Joshua. Clive hat schon von dir erzählt. Endlich treffen wir uns mal. Ich bin Midderdoll, aber alle nennen mich Mid. Milady. Mein Junge. Onkel Byron. Du bist es wirklich, dass ich das noch erleben darf. Und diese Akasischen wurden gesteuert? Ja, sah ganz so aus. Leerer Blick, blaues Leuchten. Sie waren verwandelt, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben. Das muss ich leider bestätigen, Clive. Da waren ganze Trupps in den Straßen. Sie bewegten sich gezielt in Gruppen und wie auf Befehl. Ultimas Werk? Vielleicht. Und die Stadt? Die Bürger? Tot, fürchte ich. Zum Glück nicht alle. Ein paar von ihnen sollen sich in der Kuria verschanzen, gleich hinterm Händlerviertel. Und am anderen Flussufer sollen sich auch noch einige in ihren Häusern verstecken. Wenn die Akasischen die Leute dort entdecken, werden ein paar Türen sie nicht aufhalten. Holen wir sie da raus. Schnell. Was schlägst du vor? Wir werden uns aufteilen. Ich gehe Richtung Händlerviertel und du suchst am anderen Ufer. Würdest du mit ihm gehen? Natürlich. Gemeinsam finden wir sie bestimmt. Verstanden. Was ist mit uns? Mit. Ist es fahrtüchtig? Das Schiff, der Mithrilantrieb braucht noch ein paar Justierungen. Dann beeil dich, ja? Selbst wenn wir die Überlebenden retten, schaffen sie es niemals zu Fuß. Überlass das mir. Könnt ihr beide mit den Rücken freihalten? Schaffen wir mit links. Ich pass auf sie auf. Hast mich wohl an der Backe, Byron. Für dich, Lord Rossfield, du vorlautes Gör. Wollen wir auch? Du passt auf Clive auf, ja? Seid vorsichtig. Ihr beide. Du auch. Der Untergang. Na, dann wollen wir noch mal schauen, ob wir in Canva noch Überlebende finden. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance. Oh, denen sollten wir auf jeden Fall relativ schnell helfen. Schon ziemlich nah dran. Also zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. Und die haben es leider nicht überlebt. Das
Das heißt, wir zeigen denen mal, wo eine... Oder was eine Hake ist. Wo eine Hake ist, klar. Geht auch, aber ja. Na, kommt her. Oh, was ist denn mit dir los? Er glaubt auch, er hetzt drauf. Okay, der hält doch ein bisschen mehr aus, als ich gedacht habe. So, aber das hier hält auch du nicht aus, mein Freund. So, nimm erstmal den hier. Dann heißt es gleich schon wieder gute Nacht für dich. Oh ja. Genau so mögen wir das. Schön auf den Knien vor mir. Und noch einer auf den Kopf, Junge. Ja, Versuch war gut. Umsetzung war mal wieder kacke von dir, mein Freund. Wunderbar. Da haben wir sie doch schon mal erledigt. Und die Wachen haben es leider nicht geschafft. Oh, verdammt. Wir werden sie aber alle rächen, auf jeden Fall. Oh, da unten stirbt auch der Bär. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht sowas von nicht gut aus. Aber wir wissen ja, was zu tun ist. Wir versammeln uns die erstmal. Und dann hauen wir ordentlich mit Titan rein. Ist ja meistens schon irgendwie die halbe Miete. So, wen haben wir denn da? Oh, da kommen sie alle wieder runtergefallen. Wunderbar. Ach, neue Gegner schon wieder? Das ist aber schön. Ja, okay, der Krams wieder. Ja, der Versuch war mal wieder gut, aber die Umsetzung war halt mal wieder scheiße. Okay, hier haben wir eine wunderschöne Kiste. Ja, sind noch ein paar schöne Sachen drin. Weiter geht's. Die Frage ist, wen werden wir denn noch finden? Och, guck mal, ein Hündchen. Ja, schön. Ein Doggo. Nice. So. Das war ein Hündchen. Oh yeah. Bro. Ja, übertreib halt mal wieder. Was ist denn mit dir los? Das fand ich jetzt aber gar nicht schön. Der einfach hier meinen Angriff geblockt quasi. Na komm, leg dich hin, mein Freund. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Machen wir dir mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Vergiss es. So funktioniert das nicht. So funktioniert das. Oh ja. Dem haben wir es aber auf jeden Fall gezeigt. Das hier sieht schon mal gar nicht so gut aus. Och je, guck mal hier. Oh, der castet auch noch Courage. Wunderbar. Da wirken wir mal gegen. Ach, guck mal. Hat er einfach überlebt. Ja. Schön. Schön. Hat er einfach überlebt, der Drecksack.
Oh je. Das war was Großes. Joshua und Jill haben wohl zu tun. Ja, die haben auf jeden Fall zu tun. Geil. Okay. Hier ist ein bisschen mehr los, habe ich das Gefühl. Alter, Clive ist halt der Coolste. Was sonst noch? Ja, okay, viel Spaß, Torga. Oh. Ja, genau, jetzt kann er sich auch noch porten, Alter. Was ist da los? Das gefällt mir ja mal gar nicht. Guck mal, zaubern kann ich aber auch, mein Freund. Zaubern kann ich auch. Kommt dir mal ein Ring um die Augen, ey. Oh ja. Oh, jetzt geben wir aber noch ein bisschen Gas. Ich hoffe, dass der Kollege einfach nur noch niederbrennt. Ja, wie man mehr halt nicht zu bieten hat, ja? Oh, holy moly. Okay. Das war ein Fehler meinerseits. Da habe ich echt gedacht, ich könnte dem umgehen. Ja, holen wir uns doch mal wieder ein bisschen Lebensenergie zurück. Oh ja. Das ist das Schöne daran. Die Attacke heilt nämlich auch. Yo, holy moly. Was ist dein Problem? Verstehe ich nicht. Oh ja, das hast du dir so gedacht, ne, mein Freund. Ja, gehen wir nochmal in unseren Overdrive und machen dich einfach platt. Fertig aus Ende. Das ist die Kuh. Und der Stadtrat tagt. Vielleicht sind hier noch Überlebende. Wir werden es herausfinden. Ich hoffe natürlich, dass wir noch jemanden finden, der den Angriff hier überlebt hat. Aber das wissen wir erst sicher, wenn wir drin sind. Niemand hier, aber eine verdammt große Arena, mein Freund. Mhm. Irgendwie habe ich es schon kommen sehen. So, die kleinen Scheißer machen wir direkt mal platt. Oh ja. Sehr schön. Einfach so ins Gesicht getreten, geil. Ja, das ist eine gute Frage, wo der steckt. Oh, 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 oh. Der macht aber eine auf dicken Hose, so, du brauchst hier gar nicht zu buffen, das kannst du mal ganz schön vergessen. Okay, ich hatte eigentlich was anderes vor, als jetzt für einen Gegner die Attacke zu nutzen. Du sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Mythos. Du wieder. Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Was? Dies war eine Stadt des Frevels.
Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst. Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Ich bin Sleipnir von Haus Harvard. Und du unterliegst. Ich glaube nicht. Aha, hab den ersten Angriff gemacht. So, ich hab den ersten Schaden angebracht, das heißt, wir gewinnen auf jeden Fall. Easy peasy. Oh, da sind wir aber fast da reingestolpert, hä? Oh ja, wir werden deinen Kampfgeist schon zu brechen wissen. Okay, den gebe ich dir. Da hast du mal ordentlich mir eine reingehauen. Okay, cool. Also nicht cool, aber passiert, ne? Hehe. Ja, wir sind einfach zu gut. Und unser Schwert sieht cooler aus. Es fällt mir überaus schwer, meine Enttäuschung zu überspielen. Von unserem Auserwählten hatte ich mir einfach so viel mehr erwartet. Vielleicht kann ja das deine Flammen entfachen. Was jetzt? Ein Geschenk aus dem Arsenal meines Lehnsherrn. Okay, seine Waffe ist cooler. Muss ich einfach sagen, die sieht einfach tausendmal besser aus. Bro, ich finde dich auch geil, aber au. Das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Mal gucken, wie viel Schaden wir so anbringen können. Das geht auch schon mal ganz gut hier, guck mal. Komm mal dem ja noch ordentlich eine runter. Und dann freut er sich doch, guck mal. Er wollte doch die Flammen von uns spüren, oder? Kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber... Ich denke mal, das war schon so richtig. Okay, besser oder? Ich weiß nicht, was er will. Selten genug, findest du nicht? Das finde ich nicht. Ja, okay, so ein Ding wird das. Oh, guck mal, Torgal geht auch wieder richtig ab. Nice. Ja, oh, Bruder. Was ist denn mit ihm los hier? Okay, da sind wir gerade nochmal gut durchgekommen. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen bei ihm jetzt. Der zieht auch ein bisschen das Tempo an, der Kollege. Aber das können wir dreimal besser. Oh, ging meine Attacke jetzt gerade echt hart ins Leere. Ah, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Spiel. Ah, unsere andere Attacke ist gleich. Unsere Phoenix-Attacke ist gleich wieder am Start.
Oh ja, damit machen wir Schaden. Okay. Lasert der hier rum? Stimmt mit ihm denn nicht? Und take it. Ist der ausgewichen? Willst du mich verkackeiern? Yo-ho. Okay, du willst mehr, dann das hier. Was, wir haben ihn nicht... Ah, verdammt, der ist komplett abgetaucht quasi, ne? Ja. So ein Mist aber auch. Jo, so schnell können wir aber auch nicht springen. Was ist los? Aber hier können wir direkt wieder zur Tat schreiten und ihn angreifen. Haha, vergiss es. So viel dazu, mein Gutster. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich noch eine Phase vor uns haben, aber da warten wir kurz. Bleibt mir bezwungen. Warten wir nämlich kurz, bevor wir unseren Rest wieder anbringen. Der Leib ist... stark. Mein Herr. Clive! Du lebst? Ihr zum Glück auch. Ja, tun wir. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Wir waren alle zu spät. Was ist? Nichts. Hoffe ich. Verlässt du uns schon, Mythos? Der König. Ganz recht. Kniet nieder vor Barnabas Tarm. Wächter von Ashra und König von Valut. Zurück. Enttäuschend für den Bezwinger meines teuren Kommandanten. Dennoch sehe ich, warum mein Meister dich begehrt. Die Macht in dir, Mythos. Die Chance. Hör auf, mich so zu nennen! Aber Mythos ist der Anfang.
Du bist das Fundament der Schöpfung. Der Leib des Herrn. Das ist dein Zweck. Mein Zweck? Ich soll diesem Ding Körper und Seele aushändigen? Majestät, mein Leben gehört mir. Ich habe meinen Freunden ein Versprechen gegeben. Und nichts wird verhindern, dass ich es halte. Du lässt dich von diesem Irrglauben des freien Willens deiner wahren Größe berauben? Wahrlich, wie ein wucherndes Geschwür. Das entfernt werden muss. Versuch's. Unermessliche Macht. Und sie nutzen sie als Krücke. So verschwindet.